Sehr geehrte Ministerin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ich glaube, es ist, so wie die Kollegin Jax heute gesagt hat, Common Sense, dass wir heute diese Novelle beschließen. Es ist richtig, es ist ein Hinweis darauf, wie eine Gesellschaft funktioniert, welchen Strafrahmen und welchen generalpräventiven Rahmen sie auch setzt. Aber ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen dessen, was wir heute hier beschließen. Wenn wir jetzt diesen Fall hernehmen, diesen berühmten, der diesen Anlassfall gegeben hat, dass wir auch hier vielleicht auch mit dem Ministerium etwas zügiger in diese Novellierung gekommen sind, dann würde heute der Strafrahmen bei diesem Fall nicht bei 2 Jahre liegen, sondern bei 5 Jahre liegen. Aber was viel wesentlicher ist, und das ist für mich jetzt sozusagen, und da probieren Sie ein bisschen mitzugehen mit mir und zu überlegen, was wir auf der Seite dieser Verurteilung von 76.000 Bildern im Fall dieses berühmten Schauspielers eigentlich versäumt haben. Und das sollte man vielleicht mit der Jugendsekretärin als auch mit der Ministerin einmal ventilieren, nämlich es geht nicht so sehr um die Strafbestimmung per se, ob das jetzt 1 Jahr oder so, wie der Herr Schetti das gesagt hat, 3 oder 4 oder 5 oder 10 Jahre ist, sondern in erster Linie geht es darum, wenn so ein Bild hergestellt und weitergegeben worden ist, dann frage ich mich, wer verfolgt die Kette dieser Bilder, wo sie hergekommen sind, wie sie weitergeschickt worden sind und wie sie verarbeitet worden sind. Weil wir haben ja nur das unfassbare Glück gehabt, dass der Herr Deichmeister diese Bilder bearbeitet hat, diese kollagiert hat und daher der Strafrahmen von 1 auf 2 Jahre in der Entscheidung des Richters gekommen ist. Das ist ja das Perverse an dem System. Und das viel wesentlicher ist, und da muss ich leider Gottes jetzt der Kollegin Dutz da widersprechen, es geht nicht darum, 1,5 Millionen festzulegen in ihrem Budget, sondern sie müssen die Länder dazu bringen, in der Jugendhilfe, und ich war selbst dafür zuständig, hier Mittel einzusetzen, dass Kinder, die dann in der Jugendwohlfahrt sind, die kleine Kinder sind und die geschädigt worden sind, dass man sieht, wenn sie geritzt sich haben und sich überall die Venen aufgeschnitten haben und traumatisiert sind, dass diese die Hilfe bekommen. Und es wäre ein hilfreiches, bei der nächsten Soziallandesrätekonferenz sich hinzusetzen mit der Justizministerin und auch mit der Staatssekretärin, mit der Jugendstaatssekretärin und zu sagen, liebe Sozialreferenten der Länder, gehen wir das gemeinsam an, weil das ist der höchste Schutz unserer Kinder. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich würde morgen den Herrn Innenminister zu mir herholen und sagen, machen wir doch auch eine Überlegung, wie ich das Instrument in die Hand gebe, nämlich wie man das verfolgt. Und das heißt am Ende des Tages, ich muss auch nach der Strafprozessnovelle, aber auch den Hilfsmitteln, nämlich den Polizisten, die Möglichkeit geben, das zu folgen. Ausfolgung der IP-Adressen. Bis zur Verfolgung jedes einzelnen Täters in diesem Bereich, der nur ein Bild weitergeschickt hat von so einem Kind, das gehört verfolgt und das bis ins Unkenntliche, damit das auch zu Ende ist. Weil wenn das der Fall ist, so wie es jetzt passiert, gibt es offensichtlich eine sehr beeindruckende Lobby, die immer wieder diese Bilder schützt und immer wieder diese Täter schützt. Und das kann es in diesem Haus offensichtlich nicht geben. Und daher bitte ich beide, sich dieser Sache auch parallel anzunehmen, sondern nicht nur eine Novelle umzusetzen, die wir jetzt alle gemeinsam setzen, sondern auch diese Maßnahmen durchzuführen, die ich Ihnen vorgeschlagen habe. Danke. Zu Wort gemeldet ist die Frau